Ich befinde mich hier am Europark und im Hintergrund sieht man es, da steht der Impfbus und das Faszinierende ist, viele, viele Leute wollen hier rein. Wenn man sich diese Riesenschlange hier anschaut, es sind lauter Leute, die impfwillig sind und diese Schlange geht dann noch weiter bis hinter das Gebäude des Europarks hier in Salzburg-Taxham. So wie es ausschaut, haben diese bundesweiten Verschärfungen der Corona-Präventionsmaßnahmen ab kommender Woche nun wirklich endlich Wirkung gezeigt. Die Leute kommen zum Impfen und so viele wie heute bei diesem Impfbus einerseits am Bahnhof, andererseits hier im Europark, das gab es definitiv in Salzburg noch nicht. Wenn ich so in die Menge schaue, sind sehr viele junge Personen dabei. Ich sage mal, der Altersdurchschnitt wird so sein bei 30 Jahren, 35 Jahren. Auch einige Ältere sind jetzt hierher gekommen zum Europark, um sich eben den ersten oder manche auch den zweiten Stich hier abzuholen, um eben dann keine Probleme haben, wenn nächste Woche eben diese strengen Corona-Maßnahmen hier in Österreich wieder stattfinden. Bis man die Impfung hat, dauert es weit mehr als eine Stunde. Mir haben andere Leute bestätigt, sie stehen schon seit einer Stunde hier. Aber wie gesagt, sie warten alle geduldig auf ihre Impfung, um eben auf die Erleichterungen, die es dann ab nächster Woche gibt, für die Geimpften.